Spannung, Spaß, Unterhaltung, sehr gute Schauspieler und safe cracking, wie man es zuvor noch nie gesehen hat. In dem Film spielen Zombies eher eine philosophische, untergeordnete Rolle mit einem philosophischen Touch. Ich bin selbst ein großer Zombie-Fan. Ja, ich liebe Zombie-Filme. Ich gucke das sehr gerne. Es hat erstmal per se sowas Surreales und das ist irgendwie gut. Man zahlt so oder man guckt sich halt einfach eine andere Welt an und kann sich selber versetzen in, ach, was würde ich eigentlich tun? Woher er kommt, warum er so ist, wie er ist, was er sehr gut kann, was es heißt, gute Kleidung zu tragen. Und wir erfahren natürlich auch von Dieter, wie er sich so, ne, was es bedeutet, geliebt zu werden, ne, das, und eine Passion zu haben. Also bei der Regie wie beim Schauspiel zu 100% anwesend zu sein und 100% Leistung zu geben, in dem Falle 200 dann. Und Raum zu lassen zum Spielen und auch Raum zu lassen zur Objektivität als Regisseur. Und Toleranz zu haben für meine Hauptfigur und nicht nur Ego. Ja, natürlich ist Army of Thieves natürlich mein erster großer internationaler englischsprachiger Film. Das ist natürlich ein wesentlicher Unterschied und vor allen Dingen auch gebunden an sowas. Es ist halt einfach Fiktion auch. Ne? Also das ist natürlich das Tolle. Und dadurch war das größte Märchen erstmal, was ich so inszenieren konnte mit Englisch. Das war natürlich ein wesentlicher Unterschied und dadurch war die Welt und das Universum auch viel, viel breiter als bei allen anderen Filmen davor. Ja. Also danke Netflix. Auf jeden Fall gibt es die Anime-Series und dann gibt es hoffentlich auch noch ein paar andere Filme. Und vielleicht kommt Ludwig Dieter auch wieder. Ich würde es mir sehr wünschen.